Was geht, Leute? Ich bin's, euer Flushizocht. Und herzlich willkommen zu meinem brandneuen Part von Mario Kart 8 Online. So, Leute, ja, der 100. Part ist dran. Und ja, es war natürlich schon... Ja, hat natürlich gedauert, bis ich bei den 100 angekommen bin. Also, ja, weil ich habe natürlich ja Pausen gemacht wegen Mario Kart Wii und so. Aber ja, mit Mario Kart Wii, ja, wie soll ich sagen, war ich bis 139 Parts gekommen. Also so, ja. Und ja, ist ja nicht mehr weit, bis ich ja so viel Parts habe. Also, ja. Ja, früher habe ich ja mal gesagt, dass ich ja nie so weit komme, so mit den Parts, aber ja, weil ich halt mit Mario Kart Wii ja abgeschlossen habe, also beendet habe, ne, ja, es ist jetzt, bin ich jetzt wirklich fast angekommen bei den Parts, so wie Mario Kart Wii. Und ja, danke schön, Blue Shell, der kam wie angerast, ey, wirklich. Ja, ist aber echt viel los, also 12 Spieler. Das ist hier los, ne? Und ja, okay, ich hab mal, ja, heute mal auch, wie soll ich sagen, eine andere Auswahl, was ich ja selten nehme, also so ein Schiff oder keine Ahnung, wie der sich nennt, aber ja, so mit den Holzrädern passt das so dazu. Ja, hat man einfach. Ja, wie soll ich sagen? Ich wollte mich einfach mal für diesen Part mal dafür entscheiden. Und ja, jetzt muss ich aber das zeigen, verdammt. Jetzt muss ich gucken, ob ich hier. Ja, möglicherweise da weit komme, verdammt. Weil das verdammte nochmal nicht gut aussieht hier. Okay, jetzt komm, Bowser, bitte. Enttäusch mich nicht. Komm, gib Gas. So. Ja, wenn ich kein Bullet habe, dann habe ich echt eine Arschkarte. Aber komm, mit dem Stern kann ich mich auch zufrieden geben. So, und ja, es hat nicht ausgereicht. Ist doch klar. Ja, komm, Badness. Echt. Super. Man merkt, dass ich ja irgendwie schlechte Laune habe. Und ja, ich hoffe mal, dass man das irgendwie retten kann. Dass ich wieder gute Laune habe und ja, ich hoffe mal im nächsten Rennen. Bis gleich. So, Leute, ja. Bowsers Festung passt genau, ne, für den Bowser. Und ja, ich habe gerade kurz, ja, natürlich ein Akkukabel benutzt. Also ich musste natürlich benutzen, weil der Akku echt extrem schwach war. Und ja, es ist... Natürlich habe ich das plötzlich gesehen, dass der geblinkt hat. Und ja, ich habe natürlich direkt ein Kabel genommen und ja. So. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Ja, ich merke schon, diese Unlucks, die tauchen wieder auf. Okay, also. Ja, in diesem Part werde ich mal gucken, ob ich mal 4 Rennen machen werde. Also. Ja, das ist ja das zweite Rennen erst und... Ach mein Gott, ist heute nicht mein Tag, wie es aussieht. Aber, ja, man kann das noch, denke ich mal, irgendwie problemlos durchmachen, ey, diese Rennen. Ja, man merkt, dass ich irgendwie ein bisschen so verunsichert bin oder so, keine Ahnung. Und ich merke, dass mir warm ist, verdammt, weil das Fenster nicht auf ist. Also, ja. Ja, es liegt halt daran, dass es ja vorhin laut war, wie soll ich sagen. Jemand hat Gras gemäht und so. Darum wollte ich keine Belästigung haben, ne? So. Okay. Ja, wie soll ich sagen? Ich hab nicht so wirklich ein gutes Gefühl momentan. Ich weiß nicht warum. Aber hier ist wirklich nicht wirklich gute Luft und... Boah, aber das liegt wegen dem Fernsehen, weil ich habe echt nicht so ein
sparsamen Fernsehen. Und ja, der heizt sich halt auf, wenn man den zu lange benutzt. Und ja, es ist so ein Flachbildschirm. Nicht so ein Röhrenfernsehen, wenn ihr meint, warum. Ja, aber es ist nicht wirklich der neueste Flachbildschirm. Das ist ein Plasma oder was weiß ich. Ja, komm. Ist klar, ich krieg hier nichts gebacken, verdammt. Ich verkack hier nur. Was ist heute los? Keine Ahnung, Anlacktag oder so. Ich kapiere das nicht. Und ja, ich lade überhaupt keine Themen. Nein, nein. Ist heute nicht wirklich der Fall anscheinend. So, jetzt komm. Komm, komm, ja, ich werd hier Neunter, oder? Okay. Alles klar. Ja, ich denke mal, weil ich irgendwie ein schlechtes Gefühl habe, so. Keine Ahnung, es liegt jetzt nicht. Also, ja, keine Ahnung. Ich habe nicht wirklich Motivation, heute zu Let's Playen oder so. Aber ja, bis gleich. Ja, Leute, meine Haarstrecke ist ausgewählt. Und ja, ich muss Zähne zusammenbeißen. Es geht nicht anders. Und ja, ich hoffe mal, dass ich irgendwie einen guten Platz, ja, wenn ich jetzt nicht so viel laber, denke ich mal, wird das klappen. Ja, war wohl nicht die perfekteste Auswahl, die ich getroffen habe, aber was soll man machen? Man kann nicht mehr wechseln, wenn man halt in der Gruppe gejoint ist. Und ja, ach mein Gott, heute ist echt nur ein Anlagtag. Tut mir leid, warum das so wirklich sein soll, also warum ich so solche schlechte Laune habe, aber heute ist nicht mein Tag anscheinend. Aber in New Super Mario Bros. Wii hatte ich noch, ja, noch gute Laune gehabt, aber ich weiß nicht, woher diese Laune plötzlich herkommt, also ich kann das euch wirklich nicht erklären. Aber das sind solche Stimmungsschwankungen, also ja, wirklich, kann man so sagen. Ja. Aber ich denke mal, dass es morgen besser geht. Also, ja. Weil das ist nur einmal, hoffe ich mal, dass ich solche schlechte Laune habe. Also, ja, jetzt nicht solche schlechte Laune. Also, ja. Aber diese Strecke, die bereitet mir schon wirklich schlechte Laune. Also, das ist mein Ernst. Irgendwie. Das ist nicht wirklich, was kommen sollte, ey. Wirklich, wenn ich schon so wirklich solche schlechte Laune habe. Aber ich rede gerade die ganze Zeit über Gefühle, über irgendwie so diese Stimmung, was ich momentan habe. Also ich komme einfach nicht hier über ein Thema klar oder so. Tut mir wirklich leid. Aber heute ist echt nicht der Tag so fürs Themenlabern. Ja. Ich rede einfach nur so über das Rennen oder wie wirklich die Lage so bei mir ist. Ey, das ist echt so. Aber ich komme einfach, ich krieg nie einen besseren Platz in so einer Strecke, wirklich. Also, da kann ich echt nur träumen, wenn ich einen wirklich guten Platz habe, ey. Also, weil das ist mir schon voraus schon klar, dass das so passiert. Und ja, das ist leider das letzte Rennen. Ich hoffe mal, ihr nehmt das mir nicht übel. Also, ja, es ist ja der 100. Part und ich kann das aber trotzdem noch nachholen, so dass ich ja noch ein viertes Rennen dazu mache. Aber ich möchte ja nicht die Laune verderben und so. Und darum, ja, beende ich jetzt mal den Part. Ich hoffe mal, dass euch trotzdem der Part gefallen hat. Und ja, bis beim nächsten Mal.